Das kann nur gefotoshoppt sein. Das kann nur gefotoshoppt sein. Wie geht so etwas? Oh mein Gott, Digga. Es ist geil. Bro. Boah, ey. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig stressed out seid und ihr habt so über viel zu tun und ihr denkt, dass so alles ist sau anstrengend und ich habe 400 Deadlines, die ich irgendwie machen muss und ich kann nicht mehr und dann ist hier noch so ein unglaublich süßer kleiner Hund, der die ganze Zeit auch noch deine Aufmerksamkeit will und du musst dich um so viele Sachen kümmern und da denkst du dir einfach so, ich brauche irgendwas, irgendwas, was mich entschleunigt, irgendwas, um wieder ein bisschen Satisfaction in meinem Leben zu führen. Ja, und irgendwie hat Tobi es wieder geschafft, 25 Bilder zu suchen, die genau das irgendwie mit mir machen. Die mich auf ein maximales Relaxation-Level runterbringen, die mich maximal entspannen lassen und einfach nur anders oddly satisfying sind. Oh. Diese Bilder haben wir jetzt hier aufgelistet, meine Freunde. Wir schauen uns heute wieder oddly satisfying pictures an und ich bin wirklich big in need. Also ich habe wirklich extrem Bock drauf. Wir schauen mal ganz kurz, was uns hier erwartet, meine Freunde. Tobi ist in die Weite des Internets gezogen und hat hier unglaublich geile Bilder gefunden. Wie diesen Löffel Erdnussbutter. Für euch mag das nicht viel sein, weil es nur ein Löffel Erdnussbutter ist, aber für mich ist das die Perfektion in Gänze. Ne? Klare Strukturen, smooth, keine Blasen, keine Stücke, einfach nur ein unglaublich schöner Löffel Erdnussbutter. Vielleicht habe ich einfach ein Problem, aber ich glaube, dass viele Leute von euch das ähnlich sehen wie ich. Digga, dieses McDonald's Burgerbrötchen. Ich meine, wir kennen alle Burger, die manchmal auch so aussehen. Wieso habe ich eigentlich wieder meine Kopfhörer auf, Digga? Ich schaue mir Bilder an. What the f***? Und das hier, meine Freunde, das ist einfach nur schön, dass es sowas gibt. Perfektion, keine seltsamen Sesamkörner drauf, nichts, was aufgerissen ist an der Seite. Einfach nur ein klarer und echt schöner Burger. Und hier gibt's ein Bild von einem Mann, der mittlerweile 28 ist und hat es geschafft, das Bild genau an die Position auszurichten, wo es vor mehreren Jahren gemacht worden ist. Und es sieht einfach absolut geil aus, Leute. Der Rasen ist immer noch gleich grün. Die Bäume im Hintergrund existieren immer noch. Die Laterne steht immer noch. Hier sieht man immer noch, alles hat sich irgendwie nicht großartig verändert. So geil, wenn man das schafft, das so auszurichten. Wenn man vor allen Dingen bedenkt, wie glücklich dieser Mann gewesen sein muss, dass das Bild so realitätsgetreu aufgenommen worden ist, dass die Linse das nicht irgendwie verzogen hat oder so. Damn, ich wünsche mir irgendwann schaffe ich sowas auch mal. Alter, Digga. Weißt ihr, letzte Woche haben wir jetzt noch Not My F***ing Job angeguckt und Leute uns reingezogen, die wirklich zu dumm waren, die einfachsten Aufgaben der Welt zu machen. Und jetzt sehen wir hier wirklich den Chef der gesamten Farming-Industry, der einfach hingegangen ist und Karotten aufs Übertriebenste geil gestapelt hat. Wie gesagt, vielleicht bin ich einfach seltsam, dass ich sowas nice finde, aber Leute, schaut euch das mal bitte an. Ich glaube halt, dass die trotzdem runterfallen werden wahrscheinlich und dass vielleicht die Achse von diesem Auto bricht, aber trotzdem, allein die Art, dass die Ecke hier so schön rund geht und dass das alles ausbalanciert ist und oben zusammengebunden ist. Wisst ihr, Leute, Perfektionismus steckt doch in jedem von uns irgendwo drin, oder? Digga, schaut euch diese Nuancen an. Oben der Milchschaum, dann Kaffee, dann immer mehr milchig und ganz unten die Milch. Junge. Also wenn ich versuche, Latte Art zu machen, meine Freunde, dann ist das ungefähr so, als würde ich meine Latte in Kaffee reinhämmern. Das sieht einfach nur absolut beschissen aus. Das, denke ich, interessiert uns alle sehr. Aber das hier, meine Freunde, das hat schon was. Es hat schon was, vor allem sich dafür so viel Zeit für zu nehmen, sowas Perfektionistisches zu erschaffen. Ich merke schon, wie mein Ruhepuls von 290 auf 180 ganz entspannt runtergeht, meine Freunde. Oh ja, Big Mac. Es sind diese kleinen Momente im Leben, die man einfach mal braucht. Oh mein Gott, Digga. Der hat diese Blume selber gemacht aus Papier. Der hat diese Blume einfach selber aus Papier gemacht. Akani, guck mal bitte. Der hat diese Blume aus Papier gemacht. Da, guck. Siehst du das? Die gesamte Blume ist aus Papier. Da, guck. Juckt dich nicht, ne? Ja, also ich finde es auf jeden Fall krass. Ich finde es auf jeden Fall krass, wenn jemand so einen handwerklichen Skill hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, extrem geil. Wirklich sau stark, Mann. Bruder, wie symmetrisch ist dieser Kuchen bitte, Alter? Junge, wenn Trimax Minecraft-Häuser ansatzweise so symmetrisch wären wie dieser Kuchen, wäre die Welt ein besserer Ort. Real f***ing talk. Guckt mal bitte. Ich meine, ja klar, kleinere Asymmetrien sind hier drin. Das ist nicht genauso geneigt und gewinkelt wie das hier vorne. Aber im Großen und Ganzen sieht das einfach nur perfekt aus. Jetzt da drüber ein schönes Chocolate Frosting, meine Freunde. Einfach Schoko drüber und dann richtig schön glatt laufen lassen. Traum. Das ist dann eigentlich fast schon zu schade, um zu essen, oder? Weiß ich nicht. Ich finde es einfach nur extrem geil. Macht mich auch ein bisschen horny, wenn ich ehrlich bin. Ich würde gerne, wenn ihr versteht, also ich glaube, wir brauchen... Ich höre auf damit, sonst wird das Video entmonetarisiert. Yo, wahrscheinlich, Alter. Digga, das kann nur gefotoshoppt sein.
Kein Mensch der Welt ist in der Lage, einen so perfekten Nachtisch anzurichten. Das ist nicht möglich. Das ist de facto nicht möglich. Schaut euch bitte an, wie sich hier die Farbabstufung gestaltet, wie hier oben noch diese Minze dragiert ist. Und das ist geflochten. Das ist ineinander verflochten. Wie geht so etwas? Es ist ja viel zu schade zum Essen. Wenn ich sowas bekommen würde, ja, im Restaurant, ja gut, ich habe dafür Geld bezahlt, natürlich würde ich es essen. Aber ich würde vorher eine Insta-Story posten, to be honest. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Also es ist ein bisschen nasty, beziehungsweise eigentlich ist es ziemlich nasty. Aber wenn man sich mal anschaut, was so ein einfaches Netz ausmacht. Guck mal, Akani. Das ganze Netz hier, das sammelt einfach den ganzen Müll. Das tut den ganzen Müll sammeln. Und dann ist der Müll nicht im Kanal, weißt du, und im Wasser. Das ist gut, weil wir dann sauberes Trinkwasser haben. Digga, ich glaube, der hat zero Interesse daran, was ich hier gerade mache. Aber ja, im Großen und Ganzen extrem nice, Leute, dass es sowas gibt. Und guckt mal bitte, wie geil dieses Netz gefüllt ist. Hier unten ist überall so Schlacke drin. Die großen Plastikteile bleiben oben hängen. Man kann später einfach das Netz abmachen. Und dann hat man den Ozean oder den Fluss oder was auch immer für ein Gewässer dahinter ist, schon viel, viel sauberer gehalten. Finde ich saugeil, Mann. Finde ich saugeil. Und so eine einfache Solution irgendwie. Richtig, richtig cool. Oh, Bro. Come on, Digga. Wo findet man so blaues Wasser? Was ist das hier? Gatorade oder sowas, glaube ich. Irgend so ein Energy-Ding. So Powerade. Mäßig. Aber guck mal, perfekt wieder horizontal ausgerichtet hier. Hier oben sieht fast schon so ein bisschen aus wie die Sonne, die hier am Horizont steht, diese orangene Kappe. Die gleiche Farbe fast, also gerade hier, gerade in dieser Nuance, tut sich hier fast farblich gar nichts. Kann natürlich gefotoshoppt sein, meine Freunde, aber trotzdem ist es echt oddly fucking satisfying, sowas geschaffen zu haben, oder? Wie gesagt, ich hätte dafür niemals die Ruhe. Ich hätte einfach nicht die Ruhe dafür, das so auszurichten, aber schau doch an den Dude, der das hier geschafft hat, Mann. Guck mal, ne? Also ganz ehrlich, das ist eine Limette und die ist irgendwie doppelt gewachsen, also es ist eine doppelte Limette. Das heißt, wir haben eine Limette innen und eine Limette außen. Ich komme mir eigentlich gerade echt scheiße vor, weil das so richtiger YouTuber-Normie-Content ist, den ich hier mache. Aber ich verstehe voll, warum Leute sowas machen. Weil es einfach nur damn geil aussieht. Guck mal bitte hier, das sind zwei Limetten in einer. Obwohl man nur für eine, also die hat die zu Hause gewachsen, also man bezahlt dafür. Es ist geil, okay? Es ist geil! Oh, Bruder. Digga. Wild. Einfach nur wild. Little lamb, nice and clean after bath. Not my picture, but it felt so good, I wanted to share. Guck mal, wie fluffy das ist, Alter. Wenn ich überlege, wenn Akani geduscht ist, sieht der einfach nur... Ja, so sieht Akani beim Hundefriseur aus. Ihr seht vielleicht einen kleinen Unterschied. Irgendwie ist es nicht ganz so satisfying. Irgendwie sieht Akani extrem lost aus und hasst sein Leben. Aber das hier, Leute, das hat schon wieder was. Das hat schon wieder was. Guck mal bitte, wie clean und süß und fluffig danach dieses Lamm ist. Danach direkt das in den Ofen hämmern, schön mit einer Montelasagne. Auf geht der Hase. Schmeckt einfach nach Arschritze und Käsemauke. Wow, Digga, das ist eine wilde Idee. Long exposure of Star Trails against the farmhouse. Also wir haben hier auf jeden Fall dieses Farmhouse. Der Typ hat eine Langzeitaufnahme gemacht von diesen ganzen Sternenlichtern, wie sie hier verschleiern und so. Wahrscheinlich über mehrere Tage und Nächte hinweg. Und das dann irgendwie zusammengefügt zu einem Bild. Ist richtig, richtig stark, Mann. Könnte aber sogar auch nur eine Nacht sein, weiß ich gar nicht. Sieht auf jeden Fall wirklich, wirklich sauwild aus. Vor allen Dingen, weil man hier sieht, wie jeder einzelne Stern eine einzelne Farbe hat und immer jeder Stern eine einzelne Umlaufbahn hat. Also man sieht ja quasi hier wirklich, wie jeder Stern immer diese Umlaufbahn abgeht. Sieht saugeil aus einfach. Ein richtig schönes Muster auf jeden Fall. Das werde ich mir jetzt klauen, abscreenshotten und auf T-Shirts drucken und damit in Millionen machen. Ja, moin. Bruder. Mhm. Okay. Bisschen schade tatsächlich, aber irgendwie nice. Also wir haben hier auf jeden Fall einen Zug, der hatte irgendwie ein Loch und da war Korn drin, also halt Mais. Und das ist einmal genau die ganzen Gleisen entlang gelaufen. Ultra wack natürlich zum Saubermachen. Sieht aber dafür saugeil aus einfach. Sieht so aus, als könnte man einfach barfuß drüber laufen und wahrscheinlich sind da 400 Mäuse und Ungeziefer drin, die denen die Beine beißen. Aber trotzdem irgendwie... Das hat was, das hat was. Sieht einfach nur sau clean aus. Erinnert mich so ein bisschen an die Kotz in Rollercoaster Tycoon 2. Ich weiß nicht genau warum. Finde es aber irgendwie extrem nice. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Oh, Digga. Das Ding habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, da bin ich sogar lang gefahren in Belgien tatsächlich mal. Ist ein Kanal, der halt hier als Brücke beginnt und dann später halt als Landkanal weitergeht. Sieht super, super krass aus. Und ich glaube, sowas gibt es auch in Amsterdam irgendwie. So ein Kanal, der irgendwie im Wasser ist und dann aber vom Wasser als Kanal ins Land über. Ich weiß nicht, was ich hier rede, aber ich glaube, ihr wisst, was ich... Keiner weiß, was ich meine. Sieht auf jeden Fall auch sau nice aus, Mann. Wirklich extrem cool. Also einfach nur crazy, was die Menschheit mittlerweile erschaffen hat, oder?
Digga, das ist so geil, Mann. Wenn Akani frisch geschnitten ist, sieht der so süß und clean aus. Der hat so einen richtig nicen Bubble Butt dann. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde das so cool, weil er hat auch so ein Fell. Der pennt dir die ganze Zeit ein. Bro, ich brauche dich hier als Exempel. Wenn man ihn richtig schneidet, ja, also ich will jetzt hier nicht seinen Arsch zeigen, aber er hat halt einen süßen Hintern so auf No Homo. Ja, wenn man den süß schneidet, das sieht so cool aus einfach. Akani, wenn er frisch geschnitten ist, ah, Digga, auch ein einziger Vibe und Film. Ihr merkt schon, Leute, ich komme hier gerade richtig schön runter und bin so entspannt wie lange nicht mehr in dem Video. Oh, Bruder. Orangen- und Vanilleeis in einem Horn, Digga. In einem Horn wahrscheinlich. In einem Hörnchen. Auch wild, ne? Auch wild. Sieht richtig, richtig schön aus. Bisschen schmuddelig hier unten. Diese Cone gefällt mir nicht so ganz. Aber für mich auf jeden Fall eine solide 8 von 10. Immer noch tasty AF. Bro. Alter, ich liebe ja Schwarz- und Grau-Akzente. Und ich liebe Architektur wahrscheinlich. Dieses Haus hier oben, das hat hier, glaube ich, noch eine Dachterrasse, so wie es aussieht. Das ist ja ein Traum einfach. Wenn das jetzt noch einen Innenhof hat, das wird so teuer sein, Mann. Das lässt nur erahnen hier, wie das von innen ausgestattet ist. Hier sind diese zwei Lampen, die hier hängen. Komplett clean schwarz. Anders geil. Ich weiß nicht, ob das ein Rendering ist. Es sieht so aus, als wäre es nur ein Rendering tatsächlich. Als wäre es noch nicht real, als wäre es noch nicht realisiert. Aber das sieht trotzdem extrem wild aus, Alter. Ich hoffe, dass sich irgendwer dazu entscheidet, das Ding wirklich zu bauen, Mann. State of Art. Wirklich extrem geil. Yo, was? Halt's Maul. Die hat ihr Ei gepellt und das ist so rausgekommen, Junge. In der Mitte dieses Eigelb und hier links und rechts diese komischen Ei... Ja, es heißt Eiweiß, Bro. Es heißt f***ing Eiweiß. Sau nice, Mann. Einfach nur crazy, dass sowas geht, ne? Einfach nur insane. Wirklich cool. Leute, was soll ich sagen? Ich bin wirklich... Wisst ihr, ich bin stresslevelmäßig hier angekommen. Und Ende auf ganz entspannter Basis hier unten, ja? Wir beide, wir werden jetzt noch ein bisschen chillen, Leute. Und vielleicht weitere Bilder davon anschauen. Das war's von einem etwas anderen, sehr viel ruhigeren Video, Leute. Von einer ganz anderen Mentalität, von einer ganz anderen Seite meinerseits. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitmeditieren, mit mir entspannen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dankeschön an Tobi, der diese wunderbaren Bilder hier für mich rausgesucht hat und meinen Alltag ein wenig entschleunigt hat, Leute. Und jetzt verpisst euch, auf Wiedersehen, macht's gut.